Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Exzellenzen, guten Morgen hier aus Berlin, hier aus der Vertretung des Landes Bremens beim Bund. Mein Name ist Michael Windfuhr, ich bin der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte und Rahmenmoderator für die heutige Veranstaltung Rechtsstaatlichkeit in Europa sichern. Guten Morgen auch nach Bremen, Danzig, Warschau, Krakau, Brüssel, Karlsruhe, München und Heidelberg, den Orten, aus denen unsere Referentinnen zugeschaltet sind. Und guten Morgen in viele andere Orte in Deutschland, Polen und verschiedenen Ländern Europas und außerhalb. Wir freuen uns, dass sich weit mehr als 600 Personen für diese Online-Konferenz angemeldet haben, die zudem im Livestream in 3 Sprachen übertragen wird und der dadurch weitere Personen zuhören können. Wir freuen uns sehr, dass sich Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten in Deutschland und in Polen sowie Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament angemeldet haben und möchten Sie herzlich begrüßen. Wir haben Richter höchster Gerichte aus europäischen Staaten von der Europäischen Union und dem Europarat, aus Zentralasien dabei, Vertreterinnen von nationalen Ministerien aus EU-Staaten und von der Europäischen Kommission, Vertreterinnen von nationalen Vereinigungen der Richterschaft und der Anwaltschaft aus verschiedenen europäischen Staaten, Wissenschaftlerinnen aus aller Welt, Medienvertreterinnen und viele Interessierte am Rechtsstaat in Polen und Deutschland und anderen europäischen Ländern mit uns. Herzlich willkommen. Willkommen auch an verschiedene Vertreter von Botschaften in Deutschland und unseres europäischen Netzwerkes nationaler Menschenrechtsinstitutionen ENRI. Die Veranstaltung ist entstanden im gemeinsamen Nachdenken der beiden nationalen Menschenrechtsinstitutionen aus Polen und Deutschland, dem polnischen Ombudsmann für Menschenrechte, Professor Dr. Adam Bodnar und seinem Team und dem Deutschen Institut für Menschenrechte mit seiner Direktorin Professor Beate Rudolf und ihrem Team. Wir kooperieren als benachbarte nationale Menschenrechtsinstitutionen ohnehin regelmäßig und gerne. Wir haben uns überlegt, quasi am Vorabend des Starts der deutschen EU-Präsidentschaft eine Veranstaltung zu organisieren, in deren Rahmen wir mit vielen Expertinnen und Experten überlegen können, wie wir Rechtsstaatlichkeit in Europa stärken und am besten absichern können. Wir sehen, dass derzeit an den Fundamenten der Europäischen Union nicht nur geruckelt wird, ja, sie werden teilweise in Frage gestellt. Als Rechts- und Wertegemeinschaft basiert sie darauf, dass alle Mitgliedstaaten einzeln und gemeinsam die Grund- und Menschenrechte aller Menschen beachten und bewahren. Unabhängige Gerichte in allen Mitgliedstaaten sind hierfür eine wichtige Grundvoraussetzung. Wer sonst schützt unsere Rechte, wenn Regierungen, Parlamente oder Verwaltung sie verletzen? Solange alle EU-Mitgliedstaaten Rechtsstaaten sind, funktioniert das. Dann und nur dann besteht berechtigtes gemeinsames Vertrauen, dass die Gerichte der anderen Staaten unabhängig entschieden haben, das heißt willkürfrei und unter Beachtung der Menschenrechte. Aus diesem Grunde können nur Staaten, die Rechtsstaaten sind, Mitglieder der Europäischen Union werden und bleiben. Deswegen wollen wir, dass die polnische und die deutsche nationale Menschenrechtsinstitution gemeinsam das Bewusstsein der Menschen in Deutschland, Polen und in ganz Europa für die Bedeutung der Unabhängigkeit der Justiz stärken. Wir wollen aufzeigen, dass die Unabhängigkeit der Justiz bedroht wird. Wir wollen deutlich machen, welche europäischen Maßstäbe für die Unabhängigkeit der Justiz bestehen. Und wir wollen fragen, wie die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten Rechtsstaatlichkeit in Europa sichern können. Wir freuen uns sehr, dass wir als Partner und Veranstaltungsort hier das Bundesland Bremen gewinnen konnten. Bremen ist die Partnerstadt von Danzig, was eine wichtige zivilgesellschaftliche Brücke zwischen den beiden Ländern ist. Es sind die Kontakte der Menschen, die vielfältigen nachbarschaftlichen, politischen, kulturellen und familiären Kontakte zwischen den Ländern, die zu einem gelebten Europa beitragen. Europa hat seine Bedeutung darin, dass Menschen der europäischen Länder zusammenzubringen, nationalistische Abgrenzungen abzubauen und friedliche und intensiv gelebte Nachbarschaft zu ermöglichen und aufzubauen. Städtepartnerschaften sind dabei ein tolles und sehr wichtiges Instrument. Umso mehr freuen wir uns, dass gleich beide Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dieser Städte unsere Veranstaltung mit einem inhaltlichen Input eröffnen. Der Bürgermeister von Bremen, Dr. Andreas Bovenschulte, und die Stadtpräsidentin von Danzig, Alexandra Maria Dulkiewicz. Uns hat es ebenso enorm gefreut und bewegt, dass wir so viele ausgewiesene Experten für unsere Veranstaltung gewinnen konnten. Vom Justizkommissar der Europäischen Union bis hin zu Richtern des obersten polnischen Gerichts und des Bundesverfassungsgerichts und weiterer herausragender Expertinnen. Danke, dass Sie sich alle die Zeit heute nehmen, mit uns über die Bedeutung einer unabhängigen Justiz nachzudenken und welche Rolle sie in Europa spielen sollte.
In Zeiten der Pandemie ist alles gar nicht so einfach, über Veranstaltungsformate zu entwickeln, die es uns erlauben, diese Vielfalt aus so vielen Ländern zusammenzubringen und Diskussionsräume zu öffnen. Wir können uns immer noch nicht physisch alle an einem Ort treffen. Deswegen haben wir das jetzige Format überlegt. Wir haben einen echten Veranstaltungsort, die Landesvertretung des Landes Bremen beim Bund hier in Berlin. Und einige wenige der Referentinnen und Moderatorinnen sind hier auch vor Ort. Die meisten werden dann allerdings per Videolink hinzugeschaltet, in einem Fall auch durch eine vorher aufgenommene Videobotschaft. Gleichzeitig wird die Veranstaltung in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch, Polnisch, simultan übersetzt. Wir haben ein solches Format, müssen wir ehrlich gestehen, vorher auch noch nicht veranstaltet und hoffen, dass technisch alles klappen wird und das Format trägt und uns den Austausch ermöglicht. Seien Sie geduldig mit uns, wenn Sie auf der Wegstrecke mal einige Sekunden warten müssen, bis die nächste technische Schaltung vollzogen ist. Wichtig ist zu erwähnen, dass wir mit Grażyna Baranowska vom Menschenrechtszentrum der Universität Poznan, die unsere Veranstaltung insgesamt mit unterstützt, eine Anwältin des Publikums gewonnen haben. Da wir eine so große Audienz haben und ich Sie ohnehin gar nicht sehen kann, gerade wenn jemand von Ihnen eine Frage stellen möchte, haben wir einen externen Kommunikationskanal eingerichtet, Neudeutsch Chat. Sie können das auch als Mail über den Livestream finden. Sie können dort Fragen stellen, Kommentare abgeben. Frau Baranowska wird Ihre Fragen sehen und in den Diskussionsrunden diese systematisiert und zusammengefasst vortragen können. So hoffen wir trotz Format und der Größe der Runde eine Beteiligung von Ihnen als teilnehmendes oder zuhörendes Publikum ermöglichen zu können. Miteröffnen wird die Veranstaltung jetzt mein Kollege Dr. Maciej Taborowski, der stellvertretende Ombudsmann der Republik Polen für Bürger- und Menschenrechte. Dr. Taborowski hat in Warschau, Regensburg und Oxford studiert, ist habilitierter Jurist und am Lehrstuhl für Europarecht der Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Warschau tätig und am Institut für Rechtswissenschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaft. Maciej, du hast nun das Wort. Vielen Dank. Ich danke sehr. Ich hoffe, dass man uns jetzt hören kann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Ombudsmanns der Republik Polen für Menschen- und Bürgerrechte, Dr. Professor Adam Bodmar, begrüßen. Für den Ombudsmann und für uns Mitarbeiter des Büros ist das ein besonderes Ereignis. Es ist eine Art der Zusammenfassung der 5-jährigen Amtszeit, die in knapp 3 Monaten zu Ende geht. Und es ist eine Gelegenheit der Zusammenfassung unseres Kampfes für die Rechtsstaatlichkeit. Nach 30 Jahren, nach dem Fall der Mauer und des Kommunismus in meinem Land, gibt es die Notwendigkeit, die Gerichtsbarkeit zu verteidigen. Eins der Fundamente der Demokratie und des Rechtsstaates. Und es ist so, weil im Rahmen der sogenannten Reform der Justiz hat man eine reale verfassungswidrige Änderung der Rolle und Status solcher Institutionen wie das Verfassungsgericht, das Landesrat der Justiz und das Oberste Gericht. Die an der Regierung befindliche Mehrheit hat sich eine absolute Einführung auf die Staatsanwaltschaft und die Organisation und Besetzung der Gerichte gesichert und eine Einschränkung ihrer Unabhängigkeit anstrebend. Eine traurige Konsequenz sind Disziplinärverfahren gegenüber den Richtern und erhobene Vorwürfe für den Inhalt von Urteilen, in denen das europäische Recht gemäß der Auslegung des EuGH angewendet wird. Sicherlich können wir sagen, dass diese Reform weder in der Praxis zur Optimierung der Organisation der Justiz noch zur Beschleunigung der Untersuchung von Sachen beigetragen hat. Dieser tatsächliche Effekt sieht man zum Beispiel im Verfassungsgericht. Also ein schwindendes Vertrauen an Verfassungsgericht und was dem folgt, weniger Sachen, die dort vorgelegt werden. Und das ist, und die Bürger haben in der letzten Zeit, als dem Coronavirus, hat man Lösungen gemäht, die sich gegen die Bürgerrechte ausgerichtet haben. Und
Das hat auch zur Abschwächung der Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und anderen Organisationen. Und die EU-Kommission hat bisher 4 Verfahren wegen Fehlern in Frage gestellt. Die Frage ist, wie lange wird das dauern? Die polnischen Gerichte haben bereits mehrere Fragen gestellt. Sie wollen wissen, ob die neu berufenen Richter, unter anderem die Mitglieder der 2 neuen Kammern des obersten Gerichts, die jetzt bereits fast die Hälfte dieses Gerichts gemäß den Standards der EU berufen worden sind. Diese Entscheidungen werden auch eine besondere Bedeutung für die neu berufene erste Präsidentin des obersten Gerichts haben. Und hier entsteht die nächste Frage, wie die polnische Regierung die endgültigen Entscheidungen des EuGH behandeln werden. Werden sie nicht der Versuchung nachgehen, um einen eigenen Weg gehen und auch die Traktate auszuhebeln? Der Ombudsmann ist der Meinung, dass für das Gute der Bürger und der Bevölkerung der EU muss man die Rechte und Werte, die die EU bündeln, wehren soll, verteidigen soll. Es ist wichtig, ein Konsensus in vielen empfindlichen Sachen, aber man darf nicht über bestimmte Grenzen hinausgehen, wo man die Rechte gebrochen und die Freiheiten der Bürger vernichtet werden. Im Namen des Ombudsmanns lade ich Sie ganz herzlich zur Diskussion über diese Grenzen ein, über die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz und wirklich über unsere Freiheit und über unsere Zukunft. Dankeschön. Herzlichen Dank, Dr. Taborowski. Wir werden jetzt die Veranstaltung fortsetzen mit 2 angekündigten Inputs der beiden Bürgermeisterinnen. Und ich freue mich nun sehr, als erstes den Bürgermeister von Bremen, Herrn Bovenschulte, Herr Dr. Bovenschulte, anzukündigen, der auch unser Gastgeber ist. Herr Dr. Bovenschulte ist Bürgermeister in Bremen seit 2019 und zugleich Senator für Kultur und Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften. Er ist Sozialdemokrat und promovierter Jurist. Ich gebe Ihnen sehr gerne das Wort als unser Gastgeber. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz Rechtsstaatlichkeit in Europa sichern, jetzt auf diesem Wege als Videobotschaft, das zeigt, technische Hürden kann es zwar geben, aber wir überwinden sie. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich dafür bedanken, an dieser Konferenz teilnehmen zu können, begrüße alle Teilnehmenden und freue mich über die große Zahl der Menschen, die der Diskussion folgen und den Vorträgen. Und insbesondere freue ich mich natürlich auch, zumindest virtuell, meine Kollegin Stadtpräsidentin unserer Partnerstadt Danzig, Frau Djurkiewicz, hier treffen zu können. Immer eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, meine Damen und Herren, für viele Menschen in Deutschland und ich glaube auch in anderen Regionen Europas hätte man noch vor einigen Jahren gesagt, warum sollen wir über die Sicherung von Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie reden? Das sind doch Gegebenheiten des Lebens, die sind doch sicher, die haben wir mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber da gibt es doch nichts groß drüber zu diskutieren. Und heute haben wir eine Konferenz, die Unabhängigkeit der Justiz in Europa sichern und Rechtsstaatlichkeit bewahren. Was ist passiert? In einem rasanten Tempo sind in den letzten Jahren die gesellschaftlichen und sozialen Konflikte in der Welt größer geworden, haben an Dynamik gewonnen. Das hat auch Europa nicht verschont. Unsere Gesellschaften sind, auch durch die Treiber einer veränderten Medienlandschaft, stärker auseinandergerissen worden in sozialer, in wirtschaftlicher und in politischer Hinsicht. Und ich denke, wir sind möglicherweise von der Idee eines gemeinsamen Europa heute weiter entfernt denn je. Bevor ich jetzt aber zu sehr Doom and Gloom male, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es natürlich auch positive Gegenbewegungen gibt. Und solche sind zum Beispiel in den zunehmenden internationalen und partnerschaftlichen Aktivitäten unserer Städte und Gemeinden zu sehen. Die Städte Europas, ich glaube, das kann man sagen, wenn auch nicht ohne Ausnahme, aber doch generell,
sind Bannerträger bürgerlicher Freiheiten. Sie stehen für eine liberale, pluralistische Gesellschaft, in der es unterschiedliche Interessen, Meinungen und Sichtweisen gibt und die auch akzeptiert werden. Ein ganz besonderer Vorreiter dieser Form der Demokratie von unten, Rechtsstaatlichkeit von unten durch kommunales Handeln ist unsere Partnerschaft Danzig. Das muss an dieser Stelle nochmal deutlich gesagt werden. Schon aus der ganzen Geschichte heraus, liebe Frau Dulkiewicz, ein Fanal, ein Symbol für Freiheit. Danzig, wissen wir, vor 40 Jahren der Ursprung der Solidarność-Bewegung, mit der sozusagen die Geburt des modernen rechtsstaatlichen Polens, was jetzt wieder unter Beschuss steht, begonnen hat. Auch mit großen Auswirkungen auf die Entwicklung in Deutschland, auf die Entwicklung in der DDR, die dann ja wenig später nachgefolgt ist. Und ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, noch einmal allen Menschen zu danken, die in den damaligen Zeiten auch mit persönlichem Risiko für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie aufgestanden sind und bereit waren, dafür zu kämpfen und auch ihren ganz persönlichen Einsatz dafür zu leisten. Aber leider, sonst gäbe es die Konferenz heute nicht, ist dieser Kampf noch nicht vorbei, sondern muss weiter fortgeführt werden. Und wenn wir jetzt über Rechtsstaatlichkeit in Europa sichern sprechen, dann hat das natürlich so viele Aspekte, dass ich davon nur einige wenige jetzt in den verbleibenden Minuten meiner Redezeit aufgreifen kann. Ich möchte mal vielleicht einfach nur auf Folgendes hinweisen. Rechtsstaatlichkeit ist wie jeder andere Begriff ein Begriff, der politisch und juristisch nicht ein und für alle Mal feststeht, sondern ein umkämpfter Begriff, Gegenstand des öffentlichen Diskurses. Und da erleben wir in den letzten Jahren eine Diskursverschiebung, die mir Sorgen bereitet. Der traditionelle Begriff des Rechtsstaates ist ja Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor staatlichem Handeln, in dem staatliches Handeln in die Instrumente und Formen des Rechts gegossen wird und der Kontrolle einer unabhängigen Justiz überantwortet wird. Und von diesem traditionellen Begriff des Rechtsstaates stärker eine Begriffsverschiebung dahin, dass Rechtsstaat der Staat ist, der das Recht durchsetzt. Also der Staat, der sein Gewaltmonopol betätigt. Und man sieht den Unterschied, Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor übermäßiger staatlicher Gewalt einerseits und andererseits der Staat, der das Recht durchsetzt und der damit den Mehrheitswillen durchsetzt. Und hinter diesem Verschiebung des rechtsstaatlichen Begriffsverständnisses stehen auch unterschiedliche Formen des demokratischen Verständnisses. In der liberalen Demokratie ist ja der Volkswille nicht ungebrochen als Träger staatlicher Gewalt, sondern vielfach mediatisiert und gebunden durch Grundrechte, durch Minderheitenrechte, durch Verfahrensrechte, die verhindern sollen, dass unsere vielfältige Gesellschaft einfach von der jeweiligen numerischen Mehrheit vollständig beherrscht wird. Dagegen im Konzept der illiberalen Demokratie, wie es in Ungarn, aber auch in Teilen in Polen propagiert wird, da wird sozusagen auf den jeweiligen Mehrheitswillen als unumschränkte Maßgabe des staatlichen Handelns abgestellt, ungebrochen um Minderheitenrechte und Grundrechte und Freiheitsrechte von Leuten, die einer anderen Religion angehören oder eine andere sexuelle Identität haben oder eine andere politische Auffassung, die stören dabei nur. Und diesen Kampf der liberalen und der illiberalen Demokratie- und Rechtsstaatskonzepte, das ist das, was wir in Europa beobachten können. Und ich kann nur ganz stark dazu aufrufen, wir müssen unser Verständnis einer pluralistischen, einer liberalen, einer vielfältigen Demokratie gegen die Vorstellung eines monolithischen nationalen Volkswillens und eines daraus abgeleiteten staatlichen Leviathans verteidigen. Und ein ganz wichtiges Instrument dazu ist der Föderalismus, ist die kommunale Selbstverwaltung. Denn Kommunen und Länder bringen aus sich heraus schon die Buntheit und die Vielfalt, die die Idee eines einheitlichen nationalen Willens durchbricht und sind deshalb schon von sich aus Garanten für eine pluralistische, vielfältige und damit auch rechtsstaatliche Idee. Und ich kann eins zusagen, Bremen wird die Herausforderungen
zur Bewahrung einer liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie in jeder Form und in jeder Hinsicht annehmen. Wir stehen dazu und wir hoffen auf viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt sagen, die Stadtpräsidentin von Gdansk, Frau Alexandra Maria Dulkiewicz, ist auch seit 2019 im Amt. Sie ist ebenfalls Juristin und folgt im Amt Pavel Adamowitsch, der im Januar 2019 einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Sie sitzt seit 2010 im Danziger Stadtrat und wurde für die Wählervereinigung Alles für Danzig zur Danziger Stadtpräsidentin gewählt. Frau Dulkiewicz, ich freue mich, dass Sie mit uns sind und Sie haben jetzt das Wort. Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie aus der Stadt der Freiheit und Solidarität und ich grüße besonders herzlich den Bürgermeister Bowen Schulte, unsere Partnerstadt, die historisch längste Partnerschaft. Im nächsten Jahr werden wir die 45 Jahre Städtepartnerschaft und das ist eine der am meisten lebendigen Partnerschaften und umso mehr lade ich für die Einladung zu dieser Konferenz ein sehr geehrter Damen und Herren, sehr kurz aus der Perspektive einer Selbstverwaltungs. Ich bin auch als Jurist, ich bin Magister der Rechtswissenschaften, aber ich war nie, aber als Stadtpräsidentin ist auch eine meiner Rollen, dass ich das Recht schützen werde. Und so habe ich geschworen bei Übernahme meines Amtes. Das wird nicht nur von Stadtpräsidenten abgelegt, aber auch von anderen Funktionären der öffentlichen Verwaltung. Aber nicht alle denken dran. Am Beispiel von dem, was jetzt in Polen passiert, unsere Konferenz betrifft, die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Polen zum Glück, dank der konsequenten Politik und wirklich, ich spüre auch die Dankbarkeit gegenüber der streikenden Werftmitarbeitern. Also heute werden wir den 40. Jahrestag der Solidarność feiern, als man die Vereinbarung zwischen den streikenden Werftmitarbeitern und der kommunistischen Machthabern. Dank diesen Werftmitarbeitern sind wir 2004 vollberechtigte Mitglieder der Europäischen Union geworden. Aber aus der Perspektive von Polen im Jahr 2020, wie heute die Situation aussieht und die Rechtsstaatlichkeit, da wissen Sie, ich sehe hier namhafte Juristen. Also ich habe nicht die Absicht, hier zu sagen, also für mich eine Prüfung, ob wir Rechtsstaatlichkeit haben oder ich, ist die Situation, mit der wir kurz vor den Wahlen zu tun haben, also die am 10. Mai hätten stattfinden sollen, am einer Nacht alle Stadtpräsidenten, alle, die gemäß der Vorschriften die Wählerlisten erstellen, also die Unterlagen, die am laufenden, wir haben eine anonyme Mail, die gesagt hat, die man die Wählerlisten der polnischen Post ausgeben sollte. Das ist auch tatsächlich ein staatliches Unternehmen. Aber das war ein Moment, wo viele von uns, also die größte Mehrheit, nur ganz wenige Personen von über 2.500 Verwaltern und Stadtpräsidenten, Bürgern stellten sich hinter dem Gesetz das Recht der Bürger, dass ihre Daten sicher sind und dass sie sich an den Wahlen rechtsmäßig beteiligen. Dann diese Ausgabe von diesen Wählerlisten wäre ein Rechtsbruch. Also wir haben uns hinter das Recht gestellt. Also die Zusammenarbeit viele Arten von
Macht haben. Die Exekutive, Legislative und Judikative hat eine Schlüsselrolle in der EU und ich hoffe, dass es keine solche Situation mehr geben wird. Also ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen auch eine fruchtbare Konferenz. Ich danke Ihnen.